Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir gedacht, dass ich in diesem Video einfach mal mit euch ein bisschen über Desolation's Wake reden möchte. Das Event ist ja jetzt schon seit ein paar Tagen oder Wochen schon vorbei. Und Crytek hat ja einiges an der Eventformel bei diesem Event geändert. Und ich finde, das ist auf jeden Fall wert, das darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr noch die ganz alten COD-Commentaries kennt von InScope, Commander Krieger oder Elotrix. Wenn ihr heftig zum Kacken müsst, dann haltet ihr ja den Hydranten. Den Hydranten mit eurem Schließmuskel an, sage ich jetzt mal, ja? Okay. Das Ganze ist schon eine Weile her, aber ich habe mir gedacht, dass ich das Video ungefähr in dieser Art aufziehen möchte. Also ihr seht im Hintergrund einfach ein bisschen Gameplay und nebenbei quatsche ich. Ich habe mir auch kein Skript oder irgendwas zurechtgeschrieben, sondern ich habe mir nur ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich sprechen möchte. Und über vier Punkte möchte ich eben ganz besonders reden. Das sind nämlich einmal das Pact- und Pledgemark-System, dann das Pact im Balancing, dann den Battle Pass, beziehungsweise wie dieses Mal die Battle Pass Freischaltungen gesetzt wurden und Eventpunkte. Und ich würde auch sagen, ich schnack gar nicht länger drumrum und wir gehen einfach mal direkt in den ersten Oberpunkt, nämlich das Pact- und Pledgemark-System. Das wurde ja dieses Event ziemlich umgeändert. Ich weiß nicht, ob Desolation's Wake euer erstes Event war, aber in den Events zuvor, seitdem es eben die Pacts gibt, die gibt es auch erst seit Delvis Moon, das ist glaube ich, boah, 2 Jahre her, ich glaube, 2 Jahre, 1,5 Jahre, irgendwie sowas. Seitdem gibt es die Pacts und früher war es eben so, dass man Pledgemarks für diese Pact-Trades ausgegeben hat. Also es war auch so wie jetzt, man geht an den Supply Point, stellt sich an einen dieser 3 Urnen, beschwört sich einen Pact und dann hattest du halt eben deinen Pact-Trade. Beziehungsweise war es so, dass du Pledgemarks dafür ausgegeben hast und du konntest auch zwischen 2 oder 3 Trades auswählen. Dieses Mal haben sie es so gemacht, dass man keine Pledgemarks braucht für die Pacts und dass man auch einfach direkt den Trade bekommen hat und es war auch nur dieser eine Trade. Dafür hat man aber Pledgemarks für die Sealed Items ausgegeben. Also Sealed Medkit, Foreshot Boon, Experience Boon, große Kasse und so weiter. Also diese ganzen auf der Map versteuerten Items, auch für die man Pledgemarks ausgegeben hat und halt natürlich der Sealed Cache in der Mitte mit dem Sealed Medkit, dem Master Clue und dem Bonus Bounty. Ich fand das System so viel besser als vorher. Da gibt es auch ein Pack-Trade aus dem vergangenen Event, der mir da ganz besonders in den Kopf kommt, darüber spreche ich gleich. Aber an sich, das System hat mir so viel besser gefallen. Ich finde die Seed-Items alle mega cool. Die bringen eine ganz andere Dynamik mit ins Spiel. Man geht mit seinen Pledgemarks einfach andersrum. Hat mir wirklich sehr viel besser gefallen. Aber eben besonders, dass man für die Packs keine Pledgemarks mehr ausgeben muss, fand ich besonders nice. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Pack-Trade Acolyte erinnern könnt. Ich glaube, im Deutschen hieß der auch Acolyte. Und ich weiß nicht mehr, bei welchem Event das war, leider. Ich glaube, es war Tide of Corruption. Oder war es Tide of Desert? Nee, ich glaube, es war Tide of Corruption. Da gab es den Demented Pact mit Acolyte. Und Acolyte hat so funktioniert, dass man durch das Aufsammeln eines Clues 50 Handdollar bekommen hat. Okay, cool, klar, nimmt man. Aber vor allem hat man einen zufälligen Trade bekommen. Also, wenn ihr mal Quickplay gespielt habt, oder wie es jetzt heißt, Soul Survivor, eigentlich genau wieder. Man sammelt den Clue auf und man bekommt direkt irgendeinen zufälligen Trade. Diese Trades waren tatsächlich auch oft sehr praktisch. Das war sowas wie Necromancer, Doktor, Physician, Lightfoot, ne, sowas. Also wirklich gute Trades, über die man sich auch freut. Problem war halt nur, dass man halt eben eine Pledgemark gebraucht hat, um sich diesen Trade zu holen. Bedeutet, du musst dir halt diese Pledgemark erstmal besorgen. Und das tust du auch wie in Desolation's Wake, hast du das damals gemacht. Entweder durch die ersten 30 Eventpunkte, durch einen Boss Banish oder durch den ersten Hunter Loot. So. Boss Banish ist klar schwierig, das jetzt zu nehmen, wenn du Clues aufsammeln möchtest, weil wenn der Boss gebanished ist, dann gibt es halt keine Clues mehr. Deswegen ist das schon mal hinfällig für den Trade. Dann Eventpunkte, ich meine, klar, war auch an sich auch die beste Möglichkeit. Problem war halt nur, dass wenn du jetzt an einem Event-Clue vorbeigelaufen bist, das waren halt, ich weiß nicht, ob es damals 10 oder 12 Eventpunkte waren, auf jeden Fall waren es halt 10 oder 12 Eventpunkte, an denen du einfach vorbeiläufst, weil du musst ja diesen Clue aufsammeln für den Trade, damit du einen zufälligen Trade bekommst. Also für Acolyte brauchst du Clues und deswegen kannst du keine Clues aufsammeln, denn du musst warten, bis du es hast. Und das hat halt eben dafür gesorgt, dass Eventpunkte zusammen deutlich langsamer gedauert hat, weil du konntest also nur die Statuen benutzen und davon musst du halt erstmal genug finden. Und dann natürlich, klar, Hunter Loots ist eine Möglichkeit, vor allem wenn du einen Spawn-Fight hast. Das waren dann auch vielleicht auch die Matches, wo du tatsächlich Acolyte benutzen konntest. Problem ist halt nur, bei einem Fight, du weißt nicht, wie lange ein Fight geht. Ein Fight kann sehr lange dauern und ihr seid ja nicht das einzige Team auf der Map. Das heißt, ihr habt einen Fight in diesem Team. Es gibt natürlich noch weitere Teams und die können ja auch den Boss banishen.
Das heißt, in dieser Zeit, in der du mit einem Team fightest, die dann lootest, dann noch zu einem Supply Point kommen musst, um die Ecola zu holen, und dann darfst du erst Crews aussammeln. In dieser Zeit hätte schon längst der Boss 5-mal gebannt sein können, so mäßig. Es lief oft darauf hinaus, dass man in der ersten Runde Ecolite nicht benutzen konnte oder halt höchstens für einen Trade. Und das hat sich einfach nie gelohnt. Ja klar, du hast dein Ecolite aber in der zweiten Runde. Das ist direkt von Anfang an. Das heißt, du gehst in Combat rein, du sammelst den ersten Clou auf, sofort, nach nicht mal einer Minute, hast du Ecolite benutzt. Klar, Problem nur, wenn dein Hunter ein Match überlebt, dann ist er natürlich gelevelt und du hast vielleicht schon einige Trades gefunden, weil es liegen ja an sich auch Trades in der Map rum. Auch sowas wie Burn-Trades. Du findest einfach schon einige Trades, du bist gelevelt, du holst dir die ganzen Trades, die du haben möchtest und es gibt ja noch andere Pack-Trades, die du da haben möchtest. Ja, dann liegt es halt so, dass ich dann mit, keine Ahnung, 3, 4, 5 leeren Trade-Slots ins nächste Match gegangen bin. Dann gehe ich an Clou und dann kriege ich Ghoul oder Sein Killer oder sowas. An sich keine schlechten Trades, aber keine Trades, die ich jetzt vielleicht haben möchte. Und wenn ich nur wenige freie Trade-Slots habe, dann möchte ich mir genau überlegen, was da rein soll. Vor allem, wenn es eben Burn-Trades gibt und andere Pack-Trades. So, im Grunde war dann Ecolite ein Nachteil. Vor allem, weil du auch bedenken musst, Ecolite selbst ist ja auch ein Trade, der einen Trade-Slot belegt. Und Ecolite selbst hat dir nichts gebracht, außer $50 und einen random Trade pro Clou. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ecolite war einfach Schrott. Wirklich, Ecolite war einfach scheiße. Ecolite war nicht nur ein schlechter Trade, es war einfach auch ein, also nicht nur ein nutzloser Trade oft, sondern auch ein negativer Trade, der dir mehr geschadet hat als geholfen. Deswegen, jetzt quasi in diesem Event, Desolation's Wake, wäre Ecolite eigentlich echt okay gewesen. Vielleicht auch als Buff für Conduit, sodass du nicht mal zu einem Supply Point gehen musst, sondern dass wenn du jetzt einen Pre-Pledged Legendary Hunter hast mit Conduit, dass du direkt den Ecolite-Effekt hast. Dann wäre geil. Dann wäre richtig cool, weil dann kannst du in der ersten Runde mit einem frischen Hunter 3 Clues aufheben und du bekommst potenziell 3 geile Trades. Und selbst wenn du diese Trades jetzt vielleicht nicht so geil findest, die schaden jetzt nicht, weil du hast noch so viele Trade-Slots frei. Du wirst nicht in diesem ersten Match volle Trades bekommen und dir denken, ja scheiße, jetzt habe ich irgendwie Ghoul bekommen durch Ecolite. So ein Mist, jetzt kann ich nicht, keine Ahnung, Rampage aufheben oder sowas. Wenn sie es zurückbringen, hoffe ich vielleicht als Buff für Conduit, was würde irgendwie passen, thematisch. So, aber war es nicht geil. Ecolite war kompletter Schrott und deswegen finde ich dieses neue System, dass man keine Pledge-Tracks mehr braucht, deutlich besser. Es gab natürlich dann auch Trades in der Vergangenheit wie Blazeborn, ich glaube auch aus dem Tide of Corruption Event, die waren halt wiederum viel zu stark und da komme ich gleich dann quasi auf den nächsten Punkt, das Pact Balancing. Früher Blazeborn, viel zu stark oder ich glaube es war Delvis Moon, das allererste Event, war Death Cheat der erste Trade von einem der Pacts und ich glaube, es war der Grounded Pact. Ich glaube, Grounded hatte irgendwie so 80% Pickrate oder so, also so übertrieben hohe Pickrate, weil fast jeder nur das gespielt hat wegen Death Cheat. Dazu gab es auch noch Shadow. Shadow auch übelst gut, aber halt, ne? Man hat wirklich gemerkt, welche Pacts besonders viel gespielt werden. Weil wir waren eben auch bei Tide of Corruption mit Blazeborn. Blazeborn war so unglaublich gut, du konntest nicht brennen. Vor allem für Solos. Du konntest nicht angezündet werden. Du hast Balken nur verloren, solange Feuer auf dir drauf war. Das heißt, eine Laterne. Ich glaube, man hat 7 oder 8 Laternen gebraucht, um eine Leiche ausbrennen zu lassen. Ja, Blazeborn war nicht so geil. Und in diesem Event war es so, dass die 3 Packs und ihre Trades deutlich besser gebalanced waren. Also ich habe alle 3 Packs sehr viel gespielt. Ja, es gab natürlich, es wird doch immer so sein, es gibt immer einen Pack, der besonders hervorscheint. Diesmal war es dann halt der Lawful Pack mit Peacekeeper. Bei Peacekeeper war es aber auch so, dass der Trade an sich gar nicht mal so das Problem war, sondern der Trade, also dass man seine Partner, die komplett tot waren, wiederbeleben konnte, ohne Bounty, also Red Skull Reviven, wie es genannt wird. Das im Zusammenhang mit dem Sealed Medkit war das Problem, dass du quasi, es lief halt darauf hinaus, du hast jemanden getötet, oder vielleicht 2 getötet aus einem Team, und die letzte Person aus dem Team ist dann einfach weggerannt oder hat sich versteckt, hat 20 Minuten lang nichts gemacht, ist dann wiedergekommen, hat seine Mates aufgehoben, die sind dann gemeinsam zum Sealed Cache gegangen, haben sich das Sealed Medkit gegönnt und alle 3 hatten wieder volle HP. Und dann sind sie halt wiedergekommen. Und in dieser Zeit warst du beim Boss, hast vielleicht noch 2 andere Teams getötet, dir und dem ganzen Team fehlen mehrere Balken. Ja, jetzt ist Arschkarte, weil jetzt hast du ein ganzes Team, komplett frisch, volle Munition wahrscheinlich auch, volle HP.
die du eigentlich schon getötet hattest quasi. Und das war wirklich das Problem. Peacekeeper an sich war nicht das Problem, sondern nur im Zusammenhang mit diesem Seed Medkit. Das war das Problem. Aber an sich, ich habe zwar Lawful am meisten geplätscht. Ich habe, glaube ich, 87 mal Lawful geplätscht. Aber Lawful war nicht mein Lieblingspact. Mein Lieblingspact war tatsächlich der Death Pact mit Witness und vor allem dem Buff für Resilience. Mit Resilience konnte man nämlich doppelt so schnell seine Teammates wiederbeleben. Und ich glaube, das waren dann 2 Sekunden. Und das hat mir einige Matches gerettet. Und ich habe das so sehr geliebt. Ich fand das so geil. Und Witness war einfach ein cooler Trade, der nicht schadet. Einfach ein nützlicher Trade. Aber ich mochte auch Primal sehr gerne. Also Primal habe ich, glaube ich, in der ersten Woche des Events quasi nur gespielt. Ich glaube, ich habe echt quasi nur Primal gespielt, weil ich Beastface so cool fand. Ich fand das so cool, dass ich mir einfach in so ein Dogcage steigen kann oder einen Hühnerkäfig oder einfach in Raben stehen kann, die genau anschauen kann und die fliegen nicht los und die machen keinen Lärm. Das fand ich mega cool, hat mir mega gefallen. Und an sich, ich habe halt einfach echt immer wieder gewechselt. Ich habe am Anfang des Events eher viel Primal gespielt, dann in der Mitte sehr, sehr viel Death und dann zum Ende eher mehr Lawful. Und dass ich Lawful am meisten geplätscht habe, lag wie gesagt nicht daran, dass das Lawful mein Lieblingspack war, sondern dass meine Death-Pack-Tante einfach deutlich länger überlebt haben. Ich weiß nicht, ob ich mit denen was besser gespielt habe oder ob ich mit Lawful schlechter gespielt habe, beziehungsweise vielleicht ein bisschen draufgängerischer, weil ich ja wusste, ja gut, Wenn ich sterbe, nicht so schlimm, weil ich muss den Gegner da nur looten, dann habe ich ja einen Balken wieder. Aber an sich, Deathpack war mein Favorite. Lawful fand ich aber auch sehr cool und Primal fand ich auch sehr cool. So viel dazu. Also, Pact und Pledgemark-System, sehr viel besser dieses Mal. Pact-Balancing haben sie diesmal sehr gut hinbekommen. Großheit, Medkit, Peacekeeper, meh, das war nicht so geil. War aber jetzt auch nicht so schlimm. War halt ein bisschen nervig. Ich habe das auch nicht so oft erlebt, dass Leute wirklich sich dann verkrochen haben und dann wieder gekommen sind. Und meistens, die es dann gemacht haben, die haben wir dann sogar noch gekillt. Deswegen war es eigentlich auch nur lustig für uns und ein paar mehr Kills. Genau, und da möchte ich noch ganz kurz drüber reden. Was mir auch sehr gefallen hat bei dem Event ist, dass es keine Wildcard gab. Dass dieses Mal nicht die Playerbase in 2 verschiedene Queues aufgeteilt wurde, sondern dass alle Wetterbedingungen und alle Tageszeiten einfach in eine Queue waren. Ganz normal. Fand ich mega nice, hat mir sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die neuen Waffen. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich den Battle Pass, beziehungsweise die Battle Pass Unlocks und wie die gelegt wurden. Denn was mich sehr gestört hat, bei Tide of Desolation war es, wo das Katana und Marshalis dazu gekommen ist. Und auch Waffen wie die Lemat Marksman Carbine oder die Dolch Deadeye. Da war es halt so, also ich glaube Katana war in den ersten 7 Unlocks, also hat man quasi am ersten Tag oder zweiten Tag schon bekommen. Marshall ist aber, der Trade fürs Katana, war dann glaube ich Battle Pass Level 25. Also ich musste 2 Wochen warten oder so, bis ich das Katana mit Marshall spielen konnte. Das war voll kacke. Also das fand ich wirklich gar nicht cool. Ich verstehe nicht, warum das so gelegt wurde. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, die näher beieinander zu packen, weil das Katana ohne Marshall ist, klar ist es immer noch gut, aber vor allem damals war es ja noch Medium, war es ja noch ein Medium-Slot. Da habe ich lieber Saber gespielt. Also, das fand ich ziemlich uncool. Oder auch eben die Lemat Marksman Carbine, Gott sei langer Name, oder auch die Dolch Deadeye, die waren super spät im Battle Pass erst. Ich glaube, eine der beiden Waffen waren Battle Pass Level 47 oder so. Also quasi kurz vor Schluss. Warum? Warum musste ich so lange warten, um eine der neuen Waffen zu spielen? Ich meine, nur weil ich jetzt alle neuen Waffen sowas freigestellt habe, höre ich doch nicht auf, diese Events zu spielen. Warum nicht früher die Waffen geben, damit man dann mit diesen das Event spielen kann? Das haben sie dann aber eben auch in Desolation's Wake gemacht. Man hatte innerhalb der ersten 14 Level, glaube ich, ich glaube, es waren die ersten 14 oder 15 Level, hatte man direkt die Standard Marathon, die Standard Mako, Rival Dragon Breath und Crown Fishette. Und das fand ich wirklich mega nice. Ich musste nicht ewig lang warten, um die neuen Sachen auszuprobieren. Vor allem bin ich auch jemand, der relativ viel spielt und schnelle Eventpunkte bekommt. Vielleicht, das waren bestimmt einige von euch dabei, die erst nach 3 Wochen mal die Mako hatten oder sowas. Jetzt stellt euch mal vor, erinnert euch zurück an die Events zuvor, wo ihr vielleicht erst nach 5, 6 Wochen eine der neuen Waffenvarianten spielen konntet. Fand ich auch wirklich dieses Mal sehr viel besser gemacht. Ich finde es auch okay, wenn die Varianten erst ein bisschen später kommen, aber ich glaube, man hatte dann auch
spätestens ab Level 30 oder 35 hatte man dann noch alle neuen Waffen, glaube ich. Bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, dann hatte man noch alles. Ich hoffe, dass sie es beim nächsten Event wieder so machen. Wenn sie schon so machen, dass sie die neuen Waffen und Varianten und Munitionsarten in den Battle Pass packen, dann bitte einfach früher. Leute werden nicht aufhören zu spielen, nur weil sie die neuen Waffen haben. Ich meine, wir wollen ja dennoch die Skins haben und die Bloodbones, die ja noch kommen. Man kann ja die dann weiter hinten hinpacken. Vor allem Bloodbones, finde ich, kann man ruhig weiter hinten hinpacken, um die Leute zu belohnen, die das Event einfach viel spielen. Viel besser, als Waffen da hinten zu packen, weil ich mag Bloodbones sehr gerne, aber mir macht es jetzt nichts, ob ich jetzt die Bloodbones erst nach 6 Wochen des Events kriege oder nach 2. Bei den Waffen macht es ja aber schon was aus, ob ich die nach 2 oder nach 6 Wochen kriege. Das haben sie auf jeden Fall sehr viel besser gemacht und auch, aber das ist jetzt halt rein subjektiv, die Skins, dieses Event, super geil. Ich finde die unglaublich nice, diese ganzen bling-bling-goldenen Skins finde ich ultra nice. Ich finde den Statesman cool, ich finde die Centipede cool. Ich mag diese Käfer-Skins so bedingt, ich finde den Hand-Crossbow sehr geil. Die Mako-Claw, ich meine, die Mako-Claw an sich ist halt ass, muss man leider sagen. Also die Claw-Variante ist eine coole Idee, aber ist nicht so geil. Der Skin an sich ist okay. Aber diese ganzen Bling-Bling-Skins, vor allem Mako Aperture und die Windfeed Silencer, unglaublich nice. Aber wie gesagt, das ist subjektiv. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsskin war aus dem Battle Pass. Genau, und apropos Battle Pass, kommen wir zu den Eventpunkten. Denn die Eventpunkte waren dieses Event. Also ich sag's mal anders, ich war nach, glaube ich, 20 Tagen fertig mit dem Event. Und das liegt nicht daran, dass ich jeden Tag irgendwie 12 Stunden gespielt habe oder sowas. Ich habe schon viel gespielt, klar, natürlich. Aber verhältnismäßig war es dieses Event sehr viel einfacher, Eventpunkte zu bekommen. Da kommen wir auch wieder zum Bonus-Bounty oder an sich zum Sealed Cash. Durch den Sealed Cash in der Mitte der Map war es so viel einfacher. Denn ich weiß nicht, ob das euch bewusst war, aber der Sealed Cash, ne, kennt ihr ja bestimmt noch. Ich denke nicht, dass ihr den schon wieder vergessen habt. Da war es ja immer so, 4 dieser Event-Altare waren um den Sealed Cash rum. Der Sealed Cash hatte immer den Master Clue und mit Glück gab es auch das Sealed Bounty. Pro Altar 6 Eventpunkte, dann Master Clue 30 Eventpunkte und wenn ihr das Glück hattet und das Sealed Bounty da war, nochmal 100 Eventpunkte. Das heißt, ihr hattet jede Runde sicher beim Sealed Cash 54 Eventpunkte, beziehungsweise hattet ihr auch 154 Eventpunkte mit Glück. Und die konntet ihr halt noch nicht mal 5 Minuten schon holen. Das war krass. Also wir hatten Runden, da hatten wir teilweise 800 Eventpunkte oder sowas. Mit einer Rundenzeit von, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas, wenn überhaupt. Und den Großteil dieser Punkte hatten wir auch nach nicht mal 10 Minuten. Dazu muss ich aber auch sagen, diese 800 Eventpunkte, die hatten wir nicht in ganz regulären Spielzeiten, sondern das war halt an den Wochenenden, wo es doppelte Eventpunkte gab. Und das fand ich dieses Event auch sehr nice. Ich glaube, das war im letzten Event aber auch schon so, dass jedes zweite Wochenende gab es doppelte Eventpunkte. Das finde ich sehr nice, finde ich sehr cool, ist immer so ein kleiner Boost, aber vor allem dieses Event war es eben krass, weil dann halt aus den sicheren 54 Eventpunkten am Sealed Cash und den potenziellen 154 Eventpunkten wurden dann halt 108 Eventpunkte safe und theoretisch 308 Eventpunkte. Das ist halt schon krass, also nach nicht mal 5 Minuten 300 Eventpunkte bekommen zu können, das ist geil und nach nicht mal 5 Minuten sicher, oder sagen wir, sehr sicher, wenn es nicht andere Leute eben auch dahin gerusht sind. Jede Runde ziemlich sicher 100 Eventpunkte. Das hat halt wirklich extrem geboostet. Und war halt auch einfach cool fürs Match. So, man hat einfach schnell gespielt, man hatte schnell Eventpunkte und theoretisch dann auch eben schnell Fights, weil wenn ihr nicht die einzigen seid, die schnell zum Sealed Cash gehen, dann kamen eben andere Teams nach und dann hattet ihr da auch einen Fight. Und selbst wenn ihr diesen Fight nicht gewinnt, selbst wenn ihr sterben solltet, ihr wart die Ersten dort, die Eventpunkte kann euch keiner nehmen, die habt ihr. Und wenn ihr gewinnen solltet, wenn ihr diese Gegner besiegen solltet, naja, das sind halt nochmal 12 Eventpunkte pro Loot. Und ich meine, wir spielen ja das Spiel, um Spaß zu haben, das macht halt Bock zu kämpfen, logischerweise. Fand ich mega geil, hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand das Sealed Cash-Prinzip vor allem eben an den Wochenenden geil mit diesen Haufen an Eventpunkten. Man hat schnell gespielt, man hat viel Action gehabt und dadurch viele Eventpunkte bekommen. In Events zuvor war es oft so, dass vor allem zum Ende des Events die Leute angefangen haben, sehr in den Red Mode zu gehen, dass man teilweise nur 2, 3 Teams getroffen hat oder 2 Teams in Trios oder sagen wir so ein Team in Trios, 2, 3 Teams in Duos, weil die restlichen Leute damit beschäftigt waren,
auf der Map abseits zu laufen, weit weg vom Boss, um halt Eventpunkte zu farmen. Durch diese kleinen Statuen, die es damals gab, durch die großen Statuen, die es jetzt auch immer noch gibt, oder zum Scrappy-Event, wo alle einfach nur Rahmen angezündet haben. Das waren ganz dunkle Zeiten. Sehr viel besser gemacht dieses Mal. Ich weiß nicht, wie schnell, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie lange ihr gebraucht habt, um mit dem Battle Pass fertig zu werden, oder ob ihr überhaupt fertig geworden seid. Bei mir hat es, wie gesagt, ich glaube wirklich 20 Tage ungefähr. Also ich hatte zum Schluss auch 120.000 Eventpunkte, quasi bin ich den Battle Pass zweimal gemacht, sogar fast zweieinhalb Mal. Wobei ich ja halt, ich bin, nachdem ich fertig war, gar nicht mehr so auf die Eventpunkte gegangen. Das heißt, die restlichen 40 Tage des Events habe ich halt nur sporadisch Eventpunkte eingesammelt. Eigentlich nur, um mir eine Pledgemark zu holen, und dann waren sie mir egal. Ich habe, ohne zu farmen, dann quasi nochmal den Event Pass gemacht. Das war halt schon cool. Und ich meine, die Weeklies habe ich natürlich auch gemacht und alles. Ob mir jetzt das mag, das Prinzip mit den Weekly Challenges oder nicht, mein Gott, ich komme mit klar, ich mache die Weeklies eh immer, die sind bei mir meist nach ein oder zwei Tagen erledigt. Finde ich völlig in Ordnung, kann auf jeden Fall verstehen, dass man es nicht mag. Aber als Fazit, dieses Event, Pact und Pledgemark-System, sehr viel besser. Ich hoffe, das wird beibehalten. Das Pledgemark-System ist so viel besser. Das Pact-Balancing, sehr viel besser. Ich hoffe nur, dass so Sachen, weil das mit dem Seed Medkit und dem Red Sky Revive war auch ein kleiner Oversight, denke ich. Ich glaube, das hat Crytek nicht so ganz bedacht. Es gab auch einen anderen sehr krassen Exploit mit Peacekeeper, den sie auch nicht bedacht haben. Das heißt, ich hoffe, dass sie halt beim nächsten Mal einfach ein bisschen mehr rangehen, wie man die Sachen exploiten kann, weil die Leute sind kreativ. Die kommen ganz schnell auf blöde Dinge. Ich hoffe mal, dass die darauf ein bisschen mehr achten. Und Battle Pass Unlocks, sehr viel besser platziert. Bitte, ich möchte früh die neuen Sachen kriegen und später dann Skins und Bloodbonds und sowas. Die Eile nicht. Ich möchte bitte schnell die neuen Gameplay-Aspekte haben. Die kosmetischen Sachen, die können ruhig warten. Das ist okay. Man kann auch so besser die Playbase dafür belohnen, dass sie viel spielen mit solchen Sachen. Nicht jeder interessiert sich für Skins, aber jeder interessiert sich im Normalfall für neue Waffen oder neue Traits oder sowas. Neue Munitionsarten. Und das Sealed-System, sag ich mal, dass man eben auch so schnell Eventpunkte bekommen kann, können sie auch wirklich sehr gerne beibehalten. Fand ich auch sehr cool. Beim Seed Cash kann ich eine Sache sagen. Ich würde mir wünschen, dass wenn der Seed Cash wiederkommt, dass der nicht diesen einen Fixed-Spawn-Punkt hat auf der Map. Das war nämlich halt alles mittig der Map, was ja Sinn macht, aber alles mittig der Map eher östlich. Eher östlich, südöstlich, so von der Mitte der Map. Das fand ich ein bisschen blöd. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es vielleicht pro Map zwei, drei Spawnpunkte gibt, die alle mittig sind, aber halt einer nördlich, einer eher südwestlich, der andere dann eher im Osten, irgendwie sowas, dass es da so ein schönes Dreieck gibt und dass es dann halt Zufall ist, an welchen dieser drei Punkte der Seed Cache spawnt. Hätte mir so besser gefallen, aber an sich bei den Seed Items habe ich wenig Kritik zu äußern. Das war eine geile Idee von denen und ich hoffe, dass es bleibt. Genau. Hab, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen möchte. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen in die Kommentare. Ich quatsche sehr gerne mit euch darüber. Ich hoffe sehr, dass beim nächsten Event, wo wir wissen ja schon, dass es am 15. August sein wird, dass es ähnlich laufen wird. Ich mag das System mit den Packs und alles. Ich finde das cool. Ich habe ja jedes Event mitgespielt und ich finde die Events deutlich besser, seitdem es die Packs gibt. Aber was mir in diesem Event, stimmt, das möchte ich noch sagen, was mir in diesem Event sehr gefallen hat, ist, dass sich Han sehr Vanille angefühlt hat. Bei den Events zuvor war es so, dass man schon sehr gemerkt hat, dass halt, ne, sehr viel gerade besonders ist. Playspawn. Bei Monate konnten Leute nicht brennen. Es war dieses Event deutlich besser. So, es gab keine komplett OP-Trades, es gab keine beschissenen Trades. Die Seed-Items, die haben einfach eine andere Dynamik mit reingebracht. Es gab auch nur eine Queue, ne? Wie gesagt, es gab keine Wildcard-Queue oder sowas. Es hat sich alles sehr, sehr Vanille angefühlt, aber halt mit ein paar Extra-Sachen. Das fand ich so deutlich besser und so möchte ich das auch beibehalten. Denn Hand an sich ist schon ein großartiges Spiel und man braucht nicht zwingend irgendwelchen krassen Schnickschnack, um das Gameplay jetzt so viel besser machen zu wollen. Das Gameplay an sich ist schon super und eher so kleine Sachen, die es ein bisschen aufbereiten, die es einfach nur ein bisschen verändern, aber nicht maßgiebig. Blazespawn. Auch mal. Ich bin so froh, dass wir kein Blazespawn mehr haben. Genau, okay. Dann beende ich an dieser Stelle dieses Video. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich hier zurechtschneiden werde. Es geht auch wieder eine halbe Stunde. Ich kann einfach stundenlang reden, wenn es um Hand geht. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was euch so am Herzen liegt bezüglich des Events, was ihr euch fürs nächste Event wünscht. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video.
Bis dahin. Tschüss.